Um eines klarzustellen, er ist nicht mein Präsident. Ich bin Amerikanerin. Er ist der russische Präsident. RT sendet für ein weltweites Publikum. Wir werden nicht in Russland gesehen, wir sind auf Englisch. Viele in Russland schauen kein RT, um Nachrichten zu sehen. Ich repräsentiere selbstverständlich nicht die russischen Medien, sondern RT und noch mehr mich selbst. Ich denke aber speziell über RT nach, denn es war unlängst eine Menge in den Medien. Die Sache, die bezüglich RT von vielen falsch verstanden wird, nicht von unseren Zuschauern, denn die wissen das sehr genau, ist, dass wir nichts verstecken. Die Menschen wissen, woher das Geld kommt. Wir sind Russia Today, wir werden vom Kreml finanziert. Auch wenn einige Medien das als eine Art Enthüllung investigativen Journalismus präsentieren. Unser Budget ist absolut offen und transparent, auch wenn das oft falsch dargestellt wird. Es ist interessant zu sehen, dass diese Art Fragen von Mainstream-Medien von einem Kanal wie CNN gestellt werden. Ein Kanal, den Journalisten verlassen haben, weil Dokus über Bahrain nicht gezeigt wurden, der aber Dokus über Georgien, Kasachstan und den Libanon zeigt, was von der Regierung gesponserte Sendungen sind. Und das wird dem Publikum nur sehr, sehr heimlich offengelegt. Man muss auf die Seite gehen und danach suchen, um herauszufinden, dass dies keine fairen Berichte sind. Das sind regierungsgesponserte Sendungen, die im Fernsehen gezeigt werden. Basic unbiased reporting on the ground. These are government-sponsored programs aired on television. So it's interesting to have questions. Darum ist es interessant, wie wir bei RT uns fühlen, weil wir die russische Regierung repräsentieren. Unsere Zuschauer wissen, dass wir vom Kreml bezahlt werden. Sie schauen RT und wissen das. Wenn man RT einschaltet, dann sieht man, dass wir die ukrainische Regierung zeigen, die NATO, das Außenministerium, die amerikanische Seite und natürlich zeigen wir die russische Perspektive, denn das ist die Perspektive, von der wir glauben, dass sie ansonsten außen vor ist. And of course maybe even more so because that's the perspective that we feel is being sidelined. Yeah, I agree it's important. I think what you're trying to say is that it's Ich stimme zu, dass das wichtig ist. Die Gefahr durch Neonazis ist vielleicht übertrieben, das könnte stimmen. Ich bin keine Russin. Die Russen verloren beinahe 30 Millionen Menschen im Kampf gegen den Faschismus im Zweiten Weltkrieg. Wer könnte jetzt sagen, dass das aufgebauscht wird? Das ist alles ganz klar dokumentiert und sie haben Zugang dazu. Ihr Publikum und unser Publikum hat Zugang dazu. In Kiew laufen Leute mit Hakenkreuzen herum. Es gibt den Trend, den Narzissmus zu glorifizieren, zusammen mit der antirussischen Stimmung, die im Westen aufgebaut wird. Außerdem glaube ich, dass sich Putin weniger auf die Nazis bezog, sondern vielmehr auf die Zivilisten, die getötet wurden. Organisationen wie Human Rights Watch, Amnesty International, Europe Reporter. Einer der besten Berichte, die ich über den Osten sah, war nicht von RT, er war von Europe Reporter. Diana Manier war im Osten. Es ist ein phänomenaler Bericht. Er zeigt Zivilisten im Osten, die sich selber Ukrainer nennen und sagen, hör auf uns umzubringen, Petro Poroschenko. Man kann nicht sagen, dass das nicht vor sich gehe, dass die ukrainische Armee keine Zivilisten tötet. Und dabei hat man solches Material. It's a phenomenal report. It's horrific. And it was civilians in the East calling themselves Ukrainians and saying, stop killing us, Petro Poroshenko, stop killing us. To imply that this is not going on, that civilians are not being killed by the Ukrainian army. Let's be very specific here. And this is what you have on camera. Wurde das auf CNN rund um die Uhr gezeigt? Nein. RT sendet im Westen. Wir haben ein globales Publikum. Wir bringen Berichte, von denen wir glauben, dass sie ein globales Publikum betreffen. Besonders bei der Ukraine-Krise gibt der Mainstream vor, was man berichten darf. Wir sehen eine Menge Lücken in den Geschichten, die sie ihrem Publikum erzählen. Lücken, die ganz einfach geschlossen werden können, indem man online geht und Videos verifiziert, indem man verschiedene Perspektiven zu bekommen versucht. Das hilft eine Menge dabei, eine Entscheidung zu treffen, was man berichtet. Man muss vorsichtig sein, wenn diese nukleare Bedrohung aus dem Zusammenhang gerissen wird. Das ist ein sehr ernstes Thema und als Journalisten müssen wir vorsichtig sein, wenn wir auswählen, was wir einem globalen Publikum zeigen wollen. Und als Journalist müssen wir vorsichtig sein, wenn wir pick and choose, what quotes we want to give to a global audience. Ich weiß nicht, auf was Sie sich beziehen, speziell in dem Fall, was Putin dem russischen Fernsehen sagte. Ich arbeite sehr viel und schaue nicht jede Nacht russisches Fernsehen. RT sendet global. Ich weiß nicht, auf welchen Kanal oder welche Rede Sie sich beziehen. Ich möchte aber klar machen, dass ich weiß, dass Putin den russischen Menschen sehr klar gemacht hat, dass er keinen Krieg will, die russischen Interessen aber weiterhin verteidigen wird. Wenn Sie über militärische Aggressionen reden und über die russische Sichtweise auf die Welt, alles, was Sie tun müssen, ist, auf eine Karte zu schauen. Schauen Sie, wo die Ukraine liegt, wo Russland liegt, schauen Sie, wo die USA liegen und dann schauen Sie auf all die Länder und Basen, die Russland umzingeln und dann erzählen Sie dem Publikum noch einmal, dass Russland der Aggressor ist. And tell the audience again that Russia is the aggressor here.
Ich weise noch einmal darauf hin, dass ich nicht die russischen Medien repräsentiere, sondern RT. Ich kenne das Bild, von dem Sie da reden. Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Bild mehrere Monate online stand. Unglücklicherweise hat dieser Kanal das nicht überprüft. Wir haben das und eben darum haben wir es auch nicht gezeigt. Aber diese Verurteilung des ersten Kanals für einen Fehler, den wir alle machen. Ich erinnere mich sehr gut an John Clancy, der im Mai auf CNN ein Video aus Donetsk von einem Hubschrauber zeigte, der von Anti-Kiew-Kämpfern abgeschossen wurde. Wir gingen online und haben das Video überprüft. Es war aus Syrien. CNN hat es nicht einmal zurückgenommen. Es ist also schwer zu urteilen. Das ist ein Markt und sie dachten, sie hätten einen Knüller. Das ist eine sehr gefährliche Sache und unglücklicherweise fielen sie auf den Köder herein. Ein sehr gefährlicher Trend. Als Journalist kann ich das nur verurteilen. Es war ein Fehler und es ist bestimmt nicht der einzige Journalist, der Fehler dieser Art begeht. Ich denke, Präsident Putin hat Russland und der internationalen Gemeinschaft klargemacht, dass er will, dass Russland respektiert wird, neutral respektiert auf neutralem Boden. Und er will, dass der Dialog obsiegt. Ich denke, es ist sehr gefährlich, über diese heimlichen Warnungen zu reden. Nichts daran ist heimlich, alles kommt heraus. Offensichtlich fanden sie diese heimlichen Nukleargespräche in den russischen Medien, wo sie nicht herauskommen sollten. Alles ist öffentlich. Es gibt so viele Perspektiven. Sie können online gehen und die russischen Medien analysieren. CNN analysieren. Das Publikum kann selber schauen. Putin hat klargestellt, dass er in seinem Land und seiner Region Stabilität will und er will das durch Dialog. Ich stimme nicht zu, dass das passiert, nicht bei RT. Wir zeigen immer die ukrainische Regierung, die westliche Regierung Europa. Wenn Sie interne russische Nachrichten analysieren möchten, dann bin ich die falsche Person. Bei RT versuchen wir immer, beide Seiten zu zeigen. Zeigen wir mehr von der russischen Perspektive? Natürlich, denn die wird sonst ausgespart. Und es ist eine absurde Frage von jemandem, der seit über 15 Jahren die Linie des Außenministeriums propagiert. Das ist total absurd. Sie haben die Linie des Außenministeriums seit über 15 Jahren propagiert, beginnend bei Jugoslawien bis hin zu Syrien. Und nun tun Sie das Gleiche bei der Ukraine. Ich habe viele Ihrer Berichte gesehen und nicht in einem hinterfragen Sie die US-Regierung und deren Politik. Und wir von der russischen Propaganda hinterfragen die Waffen für die Freie Syrische Armee, hinterfragen die Waffen für die Al-Nusra und andere. Und heute haben wir den Islamischen Staat. Ihr Publikum sollte sich dessen bewusst sein. Sie sollten ihnen das offenlegen. You should disclose this to them. I'm glad they do, and I'm sure. Ich bin froh, dass sie das tun. Ich bin sicher, sie wissen, wer James Rubin ist. Ich bin sicher, sie haben ihre Arbeit in Jugoslawien gesehen. Wie kann es jemand wagen, CNN zu sagen, sie sollen ihre eigenen Geldgeber überprüfen, mit welchen Regierungen sie arbeiten? Wie kann es jemand wagen, zu CNN zu kommen und das zu sagen? Lassen Sie Ihre Zuschauer das entscheiden. Ich denke, das ist der fairste Weg aus dieser Debatte. Lassen Sie die Zuschauer entscheiden. Sie sollen zurückgehen zu ihrer Arbeit in Jugoslawien und überprüfen, ob sie nicht exakt die Linie des Außenministeriums vertreten haben. Ich kenne das Interview sehr gut und sie haben den Krieg propagiert. Sie ermutigten Bill Clinton, in den Krieg zu ziehen. Ich weiß nicht, was Bill Clinton wollte. Ich rede über ihre Arbeit als Journalist.